Seekrauts. Hallo Seekrauts-Freunde, willkommen zurück hier auf dem Seekrauts-Kanal, dem Infotainment-Portal rund um World of Warships. Und heute gibt es eine kurze Express-Flaschenpost, und zwar zu den wöchentlichen Aufträgen und Specials. Pearl Harbor ist heute auf dem Tag genau 77 Jahre her und ja, da traf die imperial-japanesische Navy die US-Pazifik-Flotte in Pearl Harbor und hat diverse Schiffe beschädigt, versenkt, unter anderem ja auch die West Virginia, die seit kurzem im Store verfügbar ist. Wir haben darüber schon berichtet. Ja, es gibt neue Kampfaufträge, auch anlässlich dieses Events vor 77 Jahren, könnte man Event nennen. Heute sagt man Event dazu, damals war es ein Zwischenfall. Ja, Kampfaufträge. Also, Nachschub für Zwielichtgefechte. Startet am 7. Dezember, geht bis 19. Dezember. Und ja, ihr könnt an ein einziges Gefecht gewinnen oder ihr müsst ein einziges Gefecht gewinnen und könnt dann hier ein paar Signale mitnehmen. Den Auftrag könnt ihr einmal abschließen. Das heißt, ihr nehmt einfach die Zwielichtschiffe, die bereits im Hafen bei euch sind. Und ja, irgendwelche und Hauptsache ihr gewinnt ein Gefecht und wenn ihr das geschafft habt, dann gibt es diese Signalflaggen. Ist vielleicht für den einen oder anderen mal Motivation genug, um an den Zwielichtgefechten teilzunehmen. Ich persönlich bin jetzt nicht unbedingt so ein totaler Fan davon, eher, sonst hätte ich es ja schon mal gestreamt. Gut, nächster Punkt sind festliche Stimmung in Clan-Gefechten, auch vom 7. Dezember, also heute, bis zum 22. Dezember, kurz vor Weihnachten, heißt Clan gegen Clan. Ein Clan-Gefecht gewinnen, natürlich nur in Clan-Gefechten möglich, natürlich dann auch logischerweise nur mit T10-Schiffen möglich, gibt ein Nikolaus-Geschenk. Wenn ihr dann den ersten Abschnitt vervollständigt habt, macht ihr den zweiten Abschnitt, dann müsst ihr 25.000 XP verdienen, dann gibt es nochmal ein Nikolaus-Geschenk, gilt natürlich wieder nur für Clan-Gefechte, das ist immer überall in allen Abschnitten gleich. Heißt, effektiv müsst ihr 10 Gefechte gewinnen, weil für jeden Sieg bekommt ihr 2500 EP. Egal, ob ihr jetzt Schaden gemacht habt oder nicht. Das ist ja bei Clan-Gefechten immer gleich verteilt. Dann gibt es Abschnitt 3. Dann über eine beliebige Anzahl von Gefechten 1,5 Millionen Credits verdienen. Ist auch eine überschaubare Sache, wenn man regelmäßig Clan-Gefechte fährt. Abschnitt 4. Dann muss man 500 Bänder erarbeiten in Clan-Gefechten. Gibt nochmal Nikolaus-Geschenke. Und als letzte Belohnung, wenn man quasi alle Abschnitte fertig macht, gibt es nochmal 3 Nikolaus-Geschenke. Also könnt ihr hier 4, könnt ihr 7 Nikolaus-Geschenke zusammen hier verdienen, wenn ihr häufig genug Clan-Gefechte mitfahrt. Vielleicht wird gerade ihr in Clan-Gefechten benötigt und seid quasi der entscheidende Punkt, ob ihr Clan-Gefechte fahrt oder nicht. Gebt euch Mühe und ihr habt dementsprechend Glück und könnt ein paar Geschenke zumindest mitnehmen. Vielleicht nicht mal unbedingt alle, aber ein paar Geschenke sind dabei. Hier gibt es eine Übersicht für die täglichen Auftragsketten. Also ab heute, den 7., was man da, wenn man sich täglich einloggt, ein paar Gefechte spielt, ein paar Gefechte gewinnt, was man dann da an Signalen und Kohle und Elite-Kapitäns-EP und Free-XP so weiter mitnehmen kann. Das ist das andere. Und jetzt gibt es nochmal einen kleinen Bonus. Das Wochenend-Bonbon haben sie es hier genannt. Vom 7. bis zum 10. Dezember natürlich. Da gibt es dann diverse Rabatte. Und zwar 80% auf die Kosten in Dublonen für die schnelle Kapitänsausbildung. Dann gibt es 50% Kostenrabatt in Dublonen auf die Umschulung des Kapitäns. Das heißt, wenn ihr irgendwie von einem Schiff aufs nächste Schiff umschulen wollt, dann kostet das nur halb so viel, weil ihr den Kapitän schon immer statt dem Schlachtschiff auf dem Kreuzer einsetzen wollt, wäre jetzt der beste Zeitpunkt, diese Sache zu nutzen. Und dann gibt es 60% Elite-Kapitäns-EP oder eben Dublonen-Nachlass für Zurücksetzen der Fähigkeiten. Das heißt, wenn ihr komplett euer 19er Kapitän zurücksetzen wollt, kostet euch jetzt 60% weniger. Das ist das, was es für das Wochenende gibt. Dann die zu Weihnachtsgeschenken haben wir schon was gesagt. Die West Virginia, dazu, die haben wir sogar schon ausführlich vorgestellt. Da gehe ich jetzt nicht nochmal groß drauf ein. Und das war es schon an Informationen, die ich in diese Flaschenpost packen wollte. Mehr habe ich jetzt aktuell nicht für euch. Ich wollte euch zumindest kurz einen Überblick verschaffen, was ihr am Wochenende erspielen könnt, wo ihr am Wochenende euch nochmal ein bisschen Mühe geben könnt. Und natürlich das Royal Navy Event, was aktuell wieder aktiv ist, wo ihr noch die letzten Guineas verdienen könnt, wenn ihr die Cosec noch nicht habt. Wenn ihr die Cosec schon habt, könnt ihr trotzdem Guineas verdienen. Die werden am Ende der ganzen Geschichte. Pro Guinea kriegt ihr, glaube ich, 100.000 Credits. Das heißt, die ganze Mühe ist nicht umsonst. Und ihr habt ja dann auch immer wieder Container, die ihr spielt, wo irgendwelche Sachen drin sein können. Lackierungen, Signalflaggen und so weiter. Das vergisst man ja bei der ganzen Geschichte immer schon gerne. Das ist ja so ein Standard-Event. Ich möchte es trotzdem nochmal hervorheben.
Jetzt wünsche ich euch ein ganz schönes, tolles Wochenende. Viel Erfolg auf hoher See. Vergesst nicht, morgen Abend, also am 8. Dezember, ist wieder Livestream. Und es gibt morgen Abend oder morgen Mittag schon gegen 12 Uhr, kurz nach 12, das Auflösungsvideo für unser zweites Adventsgewinnspiel, unser Lichterketten-Events-Gewinnspiel. Das startet dann nämlich auch gleichzeitig wieder in die dritte Runde. Also wenn ihr jetzt bei den ersten zwei möglicherweise nicht gewonnen habt, habt ihr dann die Möglichkeit, beim dritten Teil eben mitzumachen. Auch da werden die Geschenke wieder nochmal größer werden für euch. Und ja, lasst euch überraschen. Schaltet morgen ein und ja, wir sprechen uns, wir sehen uns. Bis dahin, euer Siegrauts-Team, euer Maracha. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Siegrauts.